So, schönen Mittag allerseits. Trotz diesem garstigen Wetter seid ihr heute alle gekommen. Hallo! Hallo, ich freue mich, dass wieder so viele Leute da sind. Zwar nicht so viele wie beim letzten Mal, aber das macht gar nichts. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Wir haben auch Glück, dass es gerade nicht regnet. Wir können leider nicht bis ganz hinten schauen. Vor uns sah es so aus, als wenn unter dem Dach kein Abstand eingehalten wird. Ich muss leider gleich mit dem Thema anfangen. Bitte achtet auch diesmal wieder schön auf Abstand. Mit den Regenschirmen passt es ja prima. Immer zwei unter einem Regenschirm. Ja, ich freue mich, dass wirklich so viele Leute jetzt gekommen sind. Und ich würde sagen, wir fangen eigentlich gleich an. Mit ein wenig Musik. Ich habe vorhin ein paar Zettel verteilt. Wir singen jetzt, alle Menschen sind frei. Alle Menschen sind frei, man soll uns nicht wehren. Kommt alle herbei, das Grundgesetz ehren. Frei reden, versammeln, statt Mundtot verrammeln. Es bleibe dabei, alle Menschen sind frei. Und nochmal, alle Menschen sind frei. Der erste Redner heute, freue mich sehr, aus Leutkirch, Julian Eicher. Die meisten kennen ihn, er ist Journalist, er ist Politiker, er ist Wasserkraftler, er ist fast alles. Julian! Vielen Dank. Ich habe gerade mit Freuden mitgesungen, denn bei unserer Kundgebung gestern in Leutkirch wurde uns von den zuständigen Behörden mitgeteilt, dass gemeinschaftliches Singen auf dem Platz verboten sei. In einem Gottesdienst wurde uns neulich gesagt, so in der Halbzeit nennt man das, glaube ich, im Fußball, nur der Vorsänger soll singen und die anderen sollen mitsummen. Also da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Ich habe so ein bisschen, als ich hierher gefahren bin, vorher natürlich nur im Internet geguckt, was seid ihr alles für Leute hier. Und da habe ich dann unter einer Ankündigung Google, wie soll man mit Demos gegen Corona-Maßnahmen umgehen? Ich wiederhole, Google, wie soll man mit den Demos gegen Corona-Maßnahmen umgehen? Und da ist ein Podcast, also so ein Tondokument von der Schwäbischen Zeitung und der Südwestpresse Ulm unter dem Titel Die Leitung steht, Chefredakteurs-Podcast. Die Leitung steht, Chefredakteurs-Podcast. Und da war offenbar der, wenn ich das richtig gehört habe, der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung, heißt er die, glaube ich, der hat dann berichtet von einer ihrer ersten Kundgebungen, wörtlich zitiert, was er da gesehen hat, mehrheitlich Esoteriker, wirklich ganz radikale Biobauern plus Impfgegner, Masernschutzgegner. Also, falls heute der radikale Biobauer wieder da ist, bitte mal mir vorstellen. Vielen Dank. So. Und das... Soweit die Mitteilung aus dem nicht vielleicht nicht ganz freiwilligen Satiremagazin. Ich lese jetzt einen kurzen Brief vor, damit andere noch Zeit haben zum Schwätzer. Einen kurzen Brief, den ich heute zur Post in Leutkirch per Einwurf einschreiben gebracht habe und dann nur als E-Mail-Anhang gesandt habe. Und ja, wenn jemand von der Presse da ist, ich habe ihn auch noch ausgedruckt. Und GenFM hat meint, wahrscheinlich veröffentlichen sie ihn heute Abend. Das ist der böse Kanal. Wenn mir da ein Interview gibt, dann kann es sein, dass ich mehr Klicks habe als die offizielle Abonnentenschaft der Schwäbischen Zeitung. Deshalb verstehe ich ein bisschen, dass da manche bei diesem Blatt ein bisschen Furcht haben. Deutscher Bundestag, Vizepräsidentin Claudia Roth. Platz der Republik 1, 11011 Berlin.
Rotismühle, 23. Mai 2020. Vielleicht noch eine Zusatzbemerkung. Wir haben heute den 23. Mai. Wir dürfen alle einen ganz tollen Geburtstag feiern. Das Grundgesetz wurde am 23. Mai 1949 verkündet. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal so mit so einem Open-Air-Festival hier unter Polizeikontrolle das feiern müssen. Aber wir feiern es mit großem Stolz und großer Dankbarkeit. Also, ich lese den Brief weiter. Rotismühle, 23. Mai 2020. Sehr geehrte Frau Bundestagsvizepräsidentin, liebe Claudia Roth. Mit diesem offenen Brief bitten wir Sie, unsere Sorge um das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zur Kenntnis zu nehmen. Wir, Berthold Gerdeler und ich, stammen aus Familien, deren Mitglieder 1933 bis 1945 teils Widerstand gegen die Nazi-Diktatur geleistet haben. Berthold Gerdelers Großvater Karl F. Gerdeler wurde im Zusammenhang mit dem 20. Juli 1944 hingerichtet. Mein Onkel Hans Scholl und meine Tante Sophie Scholl starben als Mitglieder der studentischen Widerstandsgruppe Weiße Rose am 22. Februar 1943 unter dem Fallbeil der NS-Justiz in München-Stadelheim. In diesem Zusammenhang bitten wir um Ihr Verständnis dafür, dass uns die Wahrung der im Grundgesetz garantierten Grundrechte besonders am Herzen liegen. Wir betrachten sie als Grundpfeiler unseres demokratischen Staates. So haben wir es etwa auch bei zahlreichen Besuchen in Schulklassen und bei Gedenkveranstaltungen immer wieder betont. Gegenwärtig sind einige unserer Grundrechte, wie es heißt, eingeschränkt. Um Missverständnisse zu vermeiden, wir haben volles Verständnis dafür, dass der Staat in einer bedrohlichen, außergewöhnlichen Notsituation Grundrechte zeitlich klar befristet außer Kraft setzen muss. Allerdings klar befristet und mit erkennbarem Enddatum. Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum, FDP, hat jedoch am 2. April 2020 in der ARD-Sendung Monitor zu den aktuellen Grundrechtseinschränkungen gesagt, ich zitiere wörtlich, das ist verfassungswidrig. Zitat Ende. Insofern dürfen wir bei Ihnen, verehrte Frau Bundestagsvizepräsidentin, um Verständnis dafür bitten, dass wir uns ernsthafte Sorgen um die Wahrung unserer Grundrechte machen. Deshalb fragen wir Sie, verehrte Frau Bundestagspräsidentin, wann werden in Deutschland alle im Grundgesetz garantierten Grundrechte wieder vollständig gültig? Wir sind uns sicher, für die Antwort auf diese Frage interessieren sich sehr viele Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Wir wären Ihnen sehr verbunden, rasch von Ihnen eine Antwort auf diese Frage zu erhalten. Herzlichen Dank an Sie vorab mit freundlichem Gruß, Julian Eicher, Berthold Gerdeler. Soweit der Brief. Ich hoffe, weder die ARD-Sendung Monitor, die manchmal interessante Sachen zum Thema berichtet, noch der ehemalige Bundesinnenminister werden jetzt Verschwörungstheorien oder gar des Rechtsradikalismus oder ähnlichen Dingen verdächtigt. Danke für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Ich habe es jetzt kurz gemacht, damit andere noch was sagen können. Vielen Dank. Bis dann. Vielen Dank, Julian Eicher. Unsere nächste Rednerin kommt ebenfalls aus dem Allgäu. Sie gehört zu einer sogenannten Risikogruppe. Barbel Fischer. Ravensburg Widerstand trägt gegen die Beschränkungen unserer Grundrechte, entschloss ich mich, den tapferen Organisatoren zu schreiben. Auf deren Bitte werde ich Ihnen jetzt diesen Brief mit etwas Herzklopfen vorlesen.
Sehr geehrte Organisatoren der Ravensburger Grundrechte-Demo, ich danke Ihnen sehr für Ihre mutige Initiative und Ihr demokratisches Engagement. Mein Name ist Barbara Maria Fischer. 78-jährig gehöre ich zur sogenannten schützenswerten Risikogruppe. Nach meiner Lebenserfahrung aber gehen wir ein weit höheres Risiko ein, wenn wir schweigen. Ich freue mich über eine ganze Schar Enkel und demnächst auf einen Urenkel. Und diese Kinder sind der erste Grund, warum ich Ihnen heute schreibe. Der zweite Grund ist, dass ich in meinem 44-jährigen Dienst als Lehrerin meinen Schülern, also ich sage Schülern, weil ich immer noch das generische Maskulinum im Widerstand gegen die abstruse Gender-Grammatik benutze. Der zweite Grund ist, also ich wiederhole das jetzt, dass ich in meinem 44-jährigen Dienst als Lehrerin meinen Schülern unablässig beigebracht habe, dass jeder Bürger die Pflicht hat, aufzustehen gegen Unrecht und Willkür. Die Bombennächte und die Hungerjahre nach dem Krieg sind mir noch sehr präsent. Wie kann ich da selbst ruhig sitzen bleiben? Das geht nicht. Seit 1949 leben wir, dank unseres Grundgesetzes, in einem Rechtsstaat, der die Würde des Menschen höher einschätzt als dessen lebenslange Gesundheit. Doch ein unscheinbares, aber ansteckendes Virus hat uns nach dem Willen unserer Regierung aus der Bahn geworfen. Und das nicht nur über zwei bange Wochen, sondern nun schon seit zwei Monaten, was mir einfach nicht in den Kopf gehen will. Denn die Schäden durch diesen Lockdown nehmen groteske Formen an. Wer anders als unsere Nachkommen werden die wirtschaftlichen Schäden mit immensen Verlusten reparieren müssen? Wer interessiert sich für die psychischen Schäden, die unsere Kinder momentan erleiden? Warum müssen Großeltern sterben ohne den Beistand ihrer Kinder? Wann bekommen wir unsere Grundrechte zurück? Diese Demonstration soll mit vielen tausend Menschen aus aller Welt unsere Regierungen daran erinnern, dass Freiheitsrechte nicht angetastet werden dürfen. Endlich gehen immer mehr Leute auf die Straße, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Die wahren Verfassungsschützer, das sind nämlich Sie alle, die friedlichen Demonstranten. Ja. Lassen Sie sich nicht entmutigen von Medien, die Sie als krude Extremisten von links oder rechts, als Krachmacher und ganz beliebt als Verschwörungstheoretiker beschimpfen. Das ist billigster Journalismus. Billigster Journalismus, kritische Bürger als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen. So, auf diese Art und Weise braucht man sich nicht mit den Anliegen und Sorgen zu beschäftigen, die die Menschen bewegen. Wenn kritische Beiträge aus dem Internet gelöscht werden, erinnert mich das an das Verbrennen von Büchern vor 80 Jahren.
Wo bleibt eigentlich die Opposition in Berlin? Im Plenarsaal sitzen von 709 oft nur eine Handvoll Abgeordnete. Oder sehen Sie Politiker und Abgeordnete auf den Straßen bei Demonstrationen? Sehen Sie Herrn Müller von der CDU, Herrn Strasser von der FDP, Frau Brugger von den Grünen? Wir haben Sie doch gewählt, damit Sie unsere Sache vertreten. Ja, wir müssen uns schützen vor ansteckenden Krankheiten, aber mit Augenmaß. Die Schweden haben es vorgemacht. Sie haben ihre Kinder nicht eingesperrt und ihre Schüler nicht vor den Bildschirm gezogen. Sie haben ihre Altgewordenen nicht einsam sterben lassen. Die Schweden haben ihre Wirtschaft nicht ramponiert. Sie müssen nicht Suizide von verzweifelten Menschen beklagen. Sie brauchen keine Milliarden aufzunehmen, um Verluste auszugleichen. Ob die Schweden Masken tragen müssen, weiß ich nicht. Ich jedenfalls fühle mich hinter der Maske bevormundet. Ich ersticke fast, wenn ich meine verbrauchte Luft wieder einatmen muss. Die Maske macht nicht nur mir Angst, sondern auch meinen Enkeln. Oma, du siehst aus wie ein Bankräuber. Ja, vielleicht mischen sich Extremisten oder die Demonstranten. Möglicherweise aber werden diese bewusst eingeschleust, um die Demonstrationen zu schwächen. Es wäre nicht das erste Mal. Und wenn Herr Schäuble warnt, die Stimmung in der Bevölkerung könnte kippen, so hat er recht. Dass sie so friedlich kippt, ist gar nicht selbstverständlich und sollte unserer Regierung zu denken geben. Gab es vor 30 Jahren nicht schon einmal eine friedliche Revolution, weil sich die Menschen eingesperrt, belogen und bevormundet fühlten? Sehr geehrte Organisatoren, meine Jahre sind gezählt, aber bei all unserem Tun müssen wir an unsere Kinder und unsere Jugend denken. Ihnen gehört die Zukunft. Lassen wir nicht zu, dass Ihnen Ihre Perspektive auf ein gelingendes Leben verwehrt und Ihre Grundrechte beschnitten werden. Bitte lassen Sie nicht nach. Ich bin davon überzeugt, dass es die Proteste auf den Straßen waren, welche die ersten Lockerungen bewirken. Wir müssen vom Sofa aufstehen und auf die Straßen und Plätze gehen. Und damit grüße ich Sie, Herr, Sie und alle Demonstranten mit dem Wunsch, weiter so, weiter so. Sind so kleine Füße,
gerade klare Menschen, wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Ja, wir dürfen die Kleinen nicht vergessen und viele andere gucken auch nicht. Die Uni Tübingen hat zusammen mit der Uni UKE Eppendorf in Hamburg eine Studie gemacht und hat 178 Wissenschaftler befragt zu ihrer Meinung der derzeitigen Situation. Dabei ist rausgekommen, weniger als 5% dieser befragten Wissenschaftler hielten die Schul- und Kita-Schließung für richtig. Weniger als 5%. 82% kritisierten eine mangelnde Ausgewogenheit in der Berichterstattung und 33% befürchteten gar, dass die Freiheit, die Meinungsfreiheit in der Wissenschaft bedroht ist. So, unsere nächste Rednerin bringt das Leid von einer anderen Gruppe, nämlich den Gefangenen Justizvollzugsanstalten, hier zu Wort Milena Filiger. Guten Tag, ich bin die Frau Bewe und grüß Gott. Also heute möchte ich meinen Anliegen in Bezug der Inhaftierten der JVA äußern. Denn über sie wird nichts gesprochen. Nur weil der eine oder andere einen Fehltritt begangen hat, hat er trotzdem seine Rechte. So wie wir auch alle. Sie sind verurteilt worden und sitzen ihre Freiheitsstrafe ab. Doch wegen der Corona-Maßnahmen wird ihnen fast jeder Kontakt zur Familie verboten. Ohnehin schon sehr wenig ist. Die Telefonzeiten sind auf eine Stunde pro Tag gekürzt worden. In dieser Stunde müssen sie sich rundum versorgen, sprich essen, duschen und so weiter. Und mit der übrigen Zeit können sie Anrufen tätigen. Besuchen werden komplett abgeschafft, auf bestimmte Zeit. Doch Justizbeamten gehen täglich mehrmals rein und raus. Wo ist da der Coronavirus? Wo liegt der Sinn? Genauso werden täglich neue Häftlinge inhaftiert, ohne getestet zu werden. Väter können ihre Kinder nicht mehr sehen, Ehe werden noch mehr strapaziert. Wie sollen sie sich resozialisieren? Das ist das A und O für Sozialarbeiter. Das ist doch das vor zwei, sorry. Ich kenne einen Häftling, der sollte vor 2 Monaten abgeschoben in Europa werden. Wäre jetzt ein freier Mann in seinem Land. Und was ist? Er sitzt heute noch in Haft. Ich habe das Gefühl, dass die Regierung diese Menschen, die schon total abgegrenzt sind und fern von der Realität, noch mehr zu zerstören. Ich will echt nicht wissen, wie sie sich diese Menschen fühlen. Das macht mich sehr traurig, weil ich damit auch betroffen bin. Und genauso im Hebräerbrief schreibt Jesaja, denkt an die Gefangene, als wärt ihr mitgefangen. Danke für euer Verständnis. Ständig getroffen werden können, ohne den ganz starken Einbezug von Psychologen. Das ist der erste Punkt. Auf den werde ich heute nicht näher eingehen. Ich gehe auf einen zweiten Punkt ein, der mich genauso stört. Der ist vielleicht sogar noch wesentlicher. Denn wenn einseitige und noch dazu ungeprüfte
Hypothesen als alternativlose Wahrheiten ausgegeben werden, dann ist das statt seriöser Wissenschaft viel mehr Propaganda und dann ist das gefährlich für die Wissenschaft und auch für die Gesellschaft. So, an diesem zweiten Punkt möchte ich mit Ihnen gerne näher einsteigen und zwei Beispiele von ungeprüften Hypothesen mit Ihnen anschauen, die von dem RKI mit aufgestellt werden und auf denen die Regierenden die Grundrechtseinschränkungen fußen lassen. Ein erstes Beispiel. Wir kennen alle den Satz in verschiedenen Variationen, die Maßnahmen wirken. Damit meint man natürlich auch die vorherigen Ausgangsbeschränkungen und die immer noch zum Teil gegebenen Kontaktbeschränkungen. Fakt ist, das ist eine ungeprüfte Hypothese. Warum? Erstens, weil die Erkrankungen und damit die Reproduktionsrate laut einem eigenen RKI-Bericht, den man im Internet unter dem Stichwort Nowcasting finden kann, bereits zurückgegangen sind, vor allen Dingen, wenn man den Erkrankungsbeginn berücksichtigt, vor dem Lockdown, nämlich schon bereits nach dem Verbot von Großveranstaltungen. Die ganz wesentliche Alternativhypothese ist also, vielleicht reicht das Verbot von Großveranstaltungen bereits aus, um die Covid-19-Fälle stark herunterzuregulieren und wir bräuchten kaum andere Maßnahmen. Das lässt sich auch ein bisschen belegen mit der spanischen Grippe. Ein wesentlicher Faktor waren eben die Großveranstaltungen, wenn man die ganz schnell wieder ohne irgendwelchen Schutz natürlich durchgeführt hat, wie das Ende von Zweiten Weltkriegsparaden. Da waren Zweite Wellen tatsächlich sehr heftig und heftiger als die erste, aber nicht überall. Die Hypothese hätte man prüfen können, zum Beispiel dadurch, dass man Landkreise, die sehr wenig von Corona betroffen waren, diesen immer weiteren strengen Maßnahmen nicht unterzogen hätte, sondern es zum Beispiel beim Verbot der Großveranstaltung oder vielleicht noch einer Sache mehr belassen hätte und verglichen hätte, wie das mit den Landkreisen ist, die von den weiteren Maßnahmen unterzogen worden wären. Das wäre dann das Arbeiten mit einer Kontrollgruppe, das wäre wissenschaftlich korrekte Hypothesenprüfung, ob wir diese Maßnahmen überhaupt alle brauchen. Wenn das zu heikel gewesen wäre, okay, hätte man es auch so prüfen können, indem man einfach diesen Effekt der Großveranstaltungsverbote mal abwartet, zumindest noch kurz, und dann nicht immer weiter nachlegt, ohne das abzuwarten, mit immer weiter und weiter führenden Maßnahmen und dann sagt, die Maßnahmen wirken ganz ehrlich, wer kann denn von den Leuten noch sagen, was davon wirkt? Die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktbeschränkungen wirken, ist auch deshalb noch eine ungeprüfte Hypothese, weil man eine folgende andere Alternativhypothese nicht aufgestellt hat und ausreichend erschöpfend geprüft hat. Das ist die Alternativhypothese, dass die in Deutschland zumindest zum Teil saisonal von alleine die Covid-19-Fälle saisonal zurückgehen. Es korreliert ein bisschen wohl, so gibt es Hinweise darauf, aus auch dem RKI-Bericht über Influenza, mit der Abnahme von Atemwegserkrankungen Richtung Sommer. Dann das zweite Beispiel, an dem ich das auch nochmal durchexerzieren mag, diese ungeprüften Hypothesen. Wenn es laut dem RKI gehen soll, dass zuletzt auf der Pressekonferenz am 12.05. das sagte, oder auch wenn es nach Merkel gehen soll, die noch damit zitiert worden ist im Münchner Merkur am 20.05., dann sollen die Abstands- und Hygienemaßnahmen, zu Hygienemaßnahmen zählen ja auch die Masken, bis zur Impfstoffverfügbarkeit, das heißt vielleicht bis in anderthalb Jahren, aufrechterhalten werden. Ja, so sehe ich das auch. Ist psychologisch undenkbar. Fakt ist, es ist überhaupt nicht bekannt, auch nach den Ausführungen von eben bei mir, es ist nicht bekannt und es wird sich auch überhaupt nicht mit erheblichen Kräften darum bemüht, festzustellen, inwieweit zum Beispiel die Masken überhaupt definitiv
zur gesamtepidemiologischen Verbesserung beitragen. Und solange man das nicht weiß, kann man die Notwendigkeit, die zwingende Notwendigkeit dieser Maßnahmen gar nicht beurteilen. Und auch nicht die Verhältnismäßigkeit, und dazu sind die Regierenden, verdammt nochmal, kontinuierlich verfassungsrechtlich verpflichtet. So, ein Punkt ist mir noch wichtig. Und zwar ist das die fehlende, umfangreiche Nutzen-Schaden-Analyse von Maßnahmen, denen wir unterzogen werden. Es geht nicht nur um ungeprüfte Hypothesen, es gibt auch keine richtige Nutzen-Schaden-Analyse unter Einbezug psychologischer Faktoren. Beispiel, ich nehme mal wieder das Maskenbeispiel, bei 35 Grad Maskennutzung ist es natürlich logisch, dass viele Menschen massive Stresshormone Cortisol ausschütten werden. Stresshormone, nicht nur 5 Minuten, sondern täglich, manche viele Stunden, haben ein enormes Schadenspotenzial. Psychovegetative Störungen können sich kurz oder auch länger entwickeln. Bluthochdruck, der Blutdruck verändert sich, die Herzrate verändert sich, die Atmung verändert sich, Kopfschmerzen resultieren, Verspannungen, das sind potenzielle Möglichkeiten, aber Risiken. Und sogar das Immunsystem kann von diesem Cortisol angegriffen und herabgesetzt werden. Das ist eine paradoxe Wirkung. Und dazu können wir wohl verlangen, dass bevor wir so ein Menschheitsexperiment mit ungeprüften Hypothesen und ungeprüfter Nutzen-Schadensanalyse unterzogen werden, dass da vernünftig wissenschaftlich entsprechend gearbeitet wird. Gerade bei derartigen Fallzahlen sollten sie sich weiter so entwickeln wie jetzt. So, ich schließe jetzt mit den Worten, dass ich das, ich bin jetzt nicht juristisch wahnsinnig geschult, habe mich aber auch mit einem Menschenrechtsexperten unterhalten und wir kommen durchaus zu dem Schluss, dass diese Punkte menschenrechtlich durchaus sehr fragwürdig sind. Und ja, persönlich bin ich mit einer Kollegin aus Rheinland-Pfalz vernetzt. Wir sind dabei, ein Schreiben an die Bundesjustizministerin und auch an den Ethikrat des Deutschen Bundesrates zu verfassen, denn es ist für uns zum jetzigen Zeitpunkt viel weniger eine epidemiologische oder infektiologische Krise zum jetzigen Zeitpunkt, sondern vielmehr eine gesellschaftliche, psychologische und ethische. Gut, letzter Satz. Eine Fachaufsichtsbeschwerde über das Robert-Koch-Institut, eingereicht beim Bundesgesundheitsministerium in Bonn, ist natürlich auch bereits rausgegangen. Dankeschön. Herzlichen Dank für diese aufschlussreichen Ausführungen. Wir haben heute schon mehrfach über Kinder gesprochen. Hier wollen wir eine Initiative vorstellen von 120 Wissenschaftlern, Kinderärzten, Psychologen und Pädagogen, die jetzt von der Silvia Schulz vorgelesen wird. Hallo zusammen. Also die Stellungnahme zur Situation von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie 2020. Kindern wird gerade sehr viel abverlangt, während ihre eigenen Bedürfnisse und Belange kaum ernst genommen und berücksichtigt werden. Wir fragen, welches Bild von Krisenbewältigung geben wir Kindern und Jugendlichen aktuell? Kinder brauchen angstfreie Eltern, die souverän die Lage einschätzen, ohne Panik zu verbreiten. Alle Hoffnung, dass uns nur ein Impfstoff rettet, ist illusorisch. Verhindern wir momentan nicht die Entwicklung einer natürlichen, also einer Gruppenimmunität? Provozieren wir mit unserer Panik nicht Einsamkeit, existenzielle Not, Angst und Depression? Und schwächen so die Immunität erheblich? Immunität ist ein Produkt aus Lebensfreude, Geborgenheit und Vertrauen.
Warten auf einen Impfstoff kann und darf nicht unsere einzige Strategie zur Beendigung dieser Krise sein. Denn eine Impfung fördert nicht die Gesundheit, sondern verhindert bestenfalls die Erkrankung mit einem bestimmten Erreger. Die Wirkung von Impfungen gegen Viren ist sehr unsicher und vielleicht auch nur von kurzer Dauer, weil diese in kurzen Zyklen mutieren. Je kürzer die Produktionsdauer des Impfstoffs, umso riskanter die Nebenwirkungen. Impfungen führen nie zu einem hundertprozentigen Erfolg. Wie gefährdet sind Kinder selbst in der Corona-Pandemie und können sie überhaupt Mitmenschen gefährden? Nein, Kinder und Jugendliche sind beides nicht. Im Gegenteil, mit ihrem Erkranken können sie sogar über eine Gruppenimmunität zum Schutz anderer beitragen. Niemals darf Kindern eine Verantwortung für Leben und Sterben ihrer Mitmenschen aufgebürdet werden. Beziehungsstörungen zwischen Kindern und Großeltern sind in jedem Fall zu vermeiden. Kinder sollten lernen, dass sie der Welt und den Mitmenschen Freude, Lachen, Kraft, Hoffnung und Liebe bringen. Lernen ist bis zur Pubertät hochgradig abhängig von der Beziehung zum Lehrer oder der Lehrerin. Das reale Erleben von Lehrern ist für den schulischen Entwicklungsweg von Kindern unabdingbar. Kinder lernen durch und mit gelingenden Beziehungen. Ein fragwürdiger Mund-Nasen-Schutz ist hierbei ein unverhältnismäßiger Störfaktor. Der plötzlich scheinbar zwingende Umgang mit digitalen Unterrichtsmethoden in allen Altersstufen ist verheerend für Lernfähigkeit und Entwicklung. Gleichzeitig erleben wir aktuell eine drastische Zunahme digitaler Sucht. Stattdessen werden Spiel und Bewegung in Licht und Luft angesagt. Fußball, Handball, Leichtathletik, um das Immunsystem zu kräftigen. Neue Angst- und Zwangsstörungen bei Kindern und Eltern durch übertriebene Hygienemaßnahmen führen zu psychischen Belastungen. Abstandsregeln führen zu zwischenmenschlichen Verhaltensstörungen. Kinder brauchen Nähe, Wärme, Hautkontakt und Trost. Die Trennung von geliebten Menschen fördert Depressionen und nimmt insbesondere den Jüngsten und Ältesten ein starkes Lebensmotiv. Keinen Abschied von einem sterbenden, geliebten Menschen nehmen zu dürfen, bedeutet eine tiefe seelische Verletzung, die oft durch nichts wirklich zu heilen ist. Kinder brauchen eine Zuflucht, wenn ihnen Gewalt droht. Sie vermissen ihre Betreuerin, ihre Lehrer, Sozialarbeiter, Therapeuten und nicht zuletzt ihre Freunde. Jeder weitere Tag, an dem die Kinder diesem Ausnahmezustand ausgesetzt sind, gefährdet ihre Gesundheit und schwächt ihr Immunsystem. Psychisch irritierte Kinder belasten die Zukunft unserer Gesellschaft.
Was ist also zu tun? Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten. Vermeidung digitaler Medien. Vermeidung unnötiger Hygienemaßnahmen. Sterilität in Räumen vermeiden. Auf Masken total verzichten. Keine Abstandsregeln für Kinder. Dankeschön. Das stört mich nicht.
Meine Mama meint ja, ich sei ein Freilerner-Baby, weil ich viel nackig rumrennen darf und auch mein Bauchgefühl hören kann. Kann das denn nicht jeder? Ich liebe es, mit meiner Oma Andi am Bodensee nackig zu schwimmen oder mit meiner Uroma Karin im Garten Blumen zu pflanzen. Ja, unser Garten ist toll. Ein Teil ist Wild als Rückzugsoase. Ein weiterer Teil ist Permakultur. Das sind dauerhafte Kreisläufe. Ohne Umgraben und schwere Gartenarbeit. Natürlich für die einfache und nährstoffreiche Ernte. Das Vorbild meiner Mutter ist dabei der Permakulturpapst Sepp Holzer. Ein Großteil unseres Gartens sind wunderschöne, duftende Blumen. Ich glaube, wir haben einen kleinen ökologischen Fußabdruck. Das ist wichtig für unseren blauen Planeten. Alle meinen, ich bin ein hochenergetisches Kind. Ähnlich wie die Christina von Dreien aus der Schweiz. Dabei ist es für mich doch ganz normal, die Gedanken meiner Eltern zu verstehen. Viele Kinder können das. Ich weiß gar nicht, warum die Erwachsenen das nicht auch einfach wieder machen. Ist doch viel einfacher, als auf ihre Handys zu starren und diese ständig zu nutzen. Ja, ich klettere gerne auf kleine Bäume und schaue den Vögeln zu. Neulich haben wir zu Hause einen Teich angelegt, damit der Wasserkreislauf für die Tiere und Pflanzen im heißen Sommer aufrechterhalten werden kann. Meine Meerschweinchen dürfen bei uns frei im Garten herumrennen und fressen. Als natürlicher Rasenmäher. Sie düngen gleich den Boden. Und es sieht lustig aus. Macht Spaß. Zudem ist es viel leiser als ein Rasenmäher. Ich finde ja, die technischen Errungenschaften sind ganz schön laut. Warum nehmen die Erwachsenen einen schweren, großen Laubsauger statt einen leichten Besen? Der ist viel leiser und macht das Gleiche. Hunde liebe ich am meisten, vor allem die Hundeküsse von den ganz großen Hunden. Die sind nämlich so groß wie ich. Und die denken nicht ständig so viel nach, sondern genießen einfach die Fülle, in der wir leben. Die Fülle der Natur, so wie ich auch. Freunde habe ich viele. Blumen, Bäume, Tiere, Elementarwesen. Und natürlich die Kinder aus meinem Dorf, mit denen ich aufwachse. Meine Eltern möchten gerne in ein Ökodorf ziehen, damit ich weitgehend frei von Konsumzwängen und Wirtschaftsbestimmungen aufwachsen kann. Joanna Macy, eine berühmte Permakulturdesignerin für individuelle Gesellschaftsformen, meint ja, dass die Initiativzyklen von Geburt bis zum Jugendalter absichtlich von der Wirtschaft kurz gehalten werden für den Wirtschaftswachstum. In einem Ökodorf. In einem Ökodorf ist das nicht so. Denn da leben die Menschen als eine Familie zusammen. Oh, hey! Seht ihr das? Ja! Eisblasen! Davon braucht es mehr. Wunderbar. Denn in einem Ökodorf leben Menschen, die eine Familie bilden. Auf einem riesigen Hof, wo es viel Natur gibt. Die Prinzipien der vier Schilde, dem Rat des Lebens, zeigen den Menschen, wie man im Einklang mit der Natur leben kann. Da gibt es den wahrhaftigen Rückhalt in der Gemeinschaft und gemeinsam gelebte Werte. Wünschen wir uns das nicht alle? Nun spiele ich wieder eine Runde und entdecke diese wunderschöne Welt der Fülle mit all meinen Sinnen. Lasst uns gemeinsam diese wundervolle Welt für unsere Kinder reinhalten und aufrechterhalten. Danke. Ich habe für euch noch einen wunderbaren Film. Der ist kostenlos auf Vimeo zu sehen, der komplette Film.
Er ist ein Ausblick für die Zukunft, für eine strahlende Zukunft und zeigt sehr viele Lösungswege auf. Er nennt sich Der grüne Planet, Besuch aus dem All. Ja, und noch zum Abschluss mit Seums Worte, der berühmte Sänger. Wir sind alle Kinder des Lichts. Erhellt. Vielen Dank für diese besinnlichen Worte. Sie waren jetzt vielleicht etwas anders, als manch einer von euch gedacht hat. Aber uns war es wichtig, nicht nur zu sagen, was nicht geht, sondern einfach mal Ruhe innezuhalten und einfach mal in sich zu gehen und sich zu fragen, wo will ich denn persönlich hin? Und ich finde, das war ein sehr schöner Lösungsansatz. Vielleicht könnt ihr da das eine oder andere für euch mitnehmen. Wir spielen jetzt noch ein Lied, auch für Kinder, die heute thematisch sehr im Mittelpunkt stehen. Und dann wird es noch eine sehr starke, sehr schöne, interessante Rede geben. Das nächste Lied ist von Hermann van Veen, ein kleiner Franz. Ganz so toll ist. Und noch mal darauf aufmerksam machen, wir haben das Spendenkistl wieder mitgebracht. Es wurde letztes Mal sehr, sehr viel gespendet. Noch mal vielen, vielen Dank dafür. Ihr wart wirklich sehr großzügig. Wir selbst werden es für die nächsten Demos, Dankeschön, für die nächsten Demos gar nicht alles brauchen. Und wir haben uns überlegt, wir möchten das gerne einer ordentlichen Organisation, Caritas oder sonstiges spenden, wenn da einer gerne auf uns zukommt und vielleicht sogar eine Rede halten möchte und über die Situation noch ein bisschen aufklären möchte, wie es da gerade den Menschen geht oder den Kindern oder im Frauenhaus. Gerne auf uns zukommen, wir möchten wirklich gerne etwas davon weitergeben, von dem, was wir hier bekommen haben. So, und der Andreas stellt sich jetzt selbst noch mal vor. Grüße euch miteinander und ja, jetzt hat die Doreen natürlich da einen Wartungsdruck aufgebaut. Ich hoffe, ich langweile ich nicht. Liebe Schüssertäler, ihr müsst jetzt der dritte Allgäu heute tragen, das ist bitter, das verstande ich. Aber das Positive ist, wir reisen glaube ich alle heute Abend wieder ab, dann habt ihr uns ausgestanden. Ja, warum stehe ich heute hier als ganz normaler Mensch und tue mir das an und tue euch das an? Das hat einen ganz wesentlichen Grund, weil alle Freunde und Bekannte haben ja dringend abgeraten, sowas zu tun.
Und das reizt den störrischen Allgäuer und drum bin ich da. Man muss ernsthaft fragen, was ist los mittlerweile hier bei uns, in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Überall diskutieren und schreien unsere Medien, wir sind das freieste Land, das man je gehabt hat. Wir exportieren unsere Werte in die ganze Welt. Wir schreien, wie toll wir alle sind. Und jeder hat die Hosen gestrichen voll hin zum Stehen und zum Sagen, was er für Meinung hat. Wir haben Tabuthemen mittlerweile. Mittlerweile, wo man selbst im Freundeskreis mittlerweile schon vorsichtig sagen muss, was darf ich noch, wie weit darf ich gehen, ist das jetzt noch politisch korrekt, darf man das nicht mehr. Und liebe Leute, wir müssen wieder eine vernünftige, rationale Gesellschaft werden, wie der Österreicher sagt, mit gesundem Hausverstand und uns nicht so alles aufdrücken lassen, was da manchmal Regierende meinen. Mittelkurzer Vortrag ist in drei Segmente aufgeteilt. Erstens, ich möchte ansprechen, was meines Erachtens die Regierung selber unternehmen könnte, um das Vertrauen wiederherzustellen, um die Spaltung zu überwinden. Ich möchte das Thema Impfen Corona kurz ansprechen und ich möchte als letzter Punkt ansprechen, was können wir hier alle, jeder einzelne Unternehmer, dass wir wieder zu einer vernünftigen, angenehmen und liebenswerten Gesellschaft werden. So, was kann unsere Regierung machen? Das hört sich alles schwierig an. Ich denke, das wäre gar nicht schwierig, wenn der Willen da wäre. Und ich habe mir jetzt den Spaß oder die Mühe gemacht und gesagt, wenn unsere Frau Kanzlerin, die Frau Merkel, es gut meint, dann könnte sie eine Rede halten, die das Vertrauen wiederherstellt und vielleicht hat sie keinen Schreiber und habe gedacht, setze ich sie selber auf, wie eine wünschenswerte Rede sein könnte und möchte kurz vortragen. Die Stimme müsste entschuldigen, die Raute könnt ihr machen, wenn ihr sie braucht, das geht nur um den Inhalt. Also, die wünschenswerte Merkel-Rede aus meiner Sicht. Liebe Bürgerinnen und Bürger, unser Land befindet sich in einer äußerst schwierigen Situation und wir benötigen daher eine gemeinsame Anstrengung, um diese Krise zu meistern. Viele Bürger misstrauen uns, den Regierenden, aber auch den Leitmedien und den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Viele dieser Menschen argwöhnen zum Beispiel, dass die Regierungen Marionetten internationaler Institutionen sind, dass die Leitmedien teils anstelle von echten Nachrichten Propaganda, NATO-konforme Infos verstreuen. Viele argwöhnen, dass öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten nicht immer ihrem offiziellen Auftrag gerecht werden. Dass sie Informationen teils filtern, dass sie Framing-Methoden einsetzen und die gewünschten Botschaften im Vorfeld festlegen, ohne die Faktenlage ausreichend zu berücksichtigen. Liebe Bürger, viele argwöhnen auch, dass wir diese Corona-Pandemie gezielt nutzen, um die Bevölkerung in Angst zu versetzen und die Grundrechte dauerhaft aushebeln oder einzuschränken. Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich muss leider gestehen, dass diese Gedanken nicht völlig von der Hand zu weisen sind. Deutschland findet immer dann zu großer Stärke, wenn die Not sehr groß ist. Und diese Stärke basiert nicht auf üppigen Bodenschätzen. Diese Stärke basiert auf unserer Schaffenskraft, auf unserer Individualität, auf unserer Kreativität und auf der Disziplin unserer Bürger. Und um diese Stärken erblühen zu lassen, benötigen wir unsere im Grundgesetz verankerten Rechte. Ganz besonders die Meinungsfreiheit, und zwar ohne Angst auf Repressalien. Die Freiheit der Wissenschaft, und zwar ohne ideologische Vorgaben und Gängelungen. Das Recht auf Eigentum, Informationsfreiheit und Schutz vor Überwachung. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das heißt auch keine Zwangsimpfungen und vieles mehr.
nicht, dass ich zu den Werten unseres Grundgesetzes stehe und alle bekämpfen werde, die Hand an die Rechte unserer Bürger legen wollen. Liebe Bürger, wir wollen Deutschland und die EU-Staaten zu einer begehrten und geachteten Region der Freiheit und Vielfalt machen. Zum Abschluss und um deutlich zu machen, dass wir nur mit einem Schulterschluss und gemeinsamer Kraftanstrengung diese Krise bewältigen und verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückgewinnen können, werden wir jetzt auch den Artikel 146 unseres Grundgesetzes anpacken und uns eine Verfassung erarbeiten. Ich denke, mit solch einer Rede könnte man tatsächlich allen sogenannten, wie es uns häufig unterstellt wird, oder wie der Herr Eicher gesagt hat, rechte Spinner, linke Spinner, Verschwörungstheoretiker und so weiter, den Boden entziehen, dann wüssten wir alle, wir meinen es ehrlich miteinander. Und ja, um Missverständnisse vorzubeugen, bevor da irgendein ein Kleinkrämer kommt. Ich weiß und wir alle wissen, unser Grundgesetz ist formal eine gültige Verfassung. Wir wissen aber auch, das war immer als Provisorium gedacht. Und ich denke, jetzt sollten wir den großen Schritt wagen. Das ist eigentlich ein kleiner Schritt, eine Selbstverständlichkeit, um Haltung zu zeigen und zeigen, dass wir es alle miteinander ernst meinen. Und da spreche ich insbesondere unsere berühmten Leitmedien, Qualitätsmedien, unsere Sendeanstalten an. Fordert auf, bringt es prominent auf Seite 1. Wir wollen eine gemeinsame Verfassung und dann sind die Spalten, die Gräben überwunden, die wir hier immer haben. Sprung zum Thema Impfen und Corona, weil das doch ein sehr, sehr wichtiges und prägendes Thema für uns alle im Moment ist. Auch hier, damit es keine Missverständnisse gibt, ich bin kein Corona-Leugner, ich bin kein grundsätzlicher Impfgegner. Ich weiß, das Virus gibt es. Ich weiß allerdings auch, das ist nicht das fatale, tödliche Killer-Virus, als das es zum Teil verkauft worden ist. Meine Überlegung, allein hätte jemand im Vorfeld behauptet, dass ein Herr Gates bei uns in den öffentlich-rechten Sendeanstalten auftreten kann und seine Agenda kritikfrei ausrollen kann, uns letztendlich verkünden kann, dass er mehr oder weniger alle auf dem Planet mit einer Zwangsimpfung beglücken darf. Jeder hätte gesagt, du bist ein verrückter Spinner, sowas kann es gar nicht geben bei uns. So. Aber, liebe Leute, am Anfang habe ich auch gedacht, ja, wo bin ich denn da? Aber ich bin jetzt Gott froh. Ich bin Gott froh, dass es so war. Warum? Aber im gutgläubigsten Mensch ist mittlerweile klar, wo der Hase langläuft, was gespielt wird und wo wir stehen. Und das hat was sehr, sehr, sehr Positives. Ich denke, nahezu alle, die hier stehen, die wissen, die Entwicklung von einem guten Impfstoff dauert normalerweise mindestens 5 Jahre, oft 10 Jahre, manchmal 15 Jahre, manchmal gelingt es überhaupt nicht. Jetzt haben wir zusätzlich nur die Situation, dass diese Viren mutieren. Wenn Sie da die berühmtesten Virologen hören, jeder hat da seine Bedenken, ob das überhaupt so klappen kann. Also insgesamt eine ganz schwierige Situation. Und das heißt, wir alle, egal ob Polizist, ob Ordnungskraft, ob Bürgermeister, ob Politiker, ob Journalist und sonst was, wir alle werden, wenn das so kommt, Versuchskaninchen in dem größten Feldversuch für eine nicht ausgegorene Impfung, die die Welt hier bei uns je gesehen hat. Und wir alle haben da keine Vorstellung, was das mit unserer DNA aussieht. Vier Punkte noch zu dem Thema als Überlegung. Zum einen Mal haben wir gehört, die Entwicklung dieses Impfstoffes soll ungefähr 8 Milliarden kosten. Möchte ich kommentieren, kann nicht. Für mich persönlich relativ viel, aber ich denke mal, wenn man die Finanzsituation von unseren internationalen Pharmakonzernen kennt, Pille-Palle. Warum muss da Steuergeld fließen? Zweitens, nach
allen öffentlich vorliegenden Informationen verfügt die Familie Gates und ich gönn's denn nicht. Da bin ich kein Neider, dass da Missverständnisse aufkommen über Größenordnung von 100 Milliarden. Wenn man unsere Medien glauben darf, dann ist diese Familie ein, ja, ich sag mal, selbstloser Wohltäter der Menschheit. Ich glaube das gerne auch, warum nicht? Aber dann frage ich mich, warum zahlt er dann nicht die poppige 8 Milliarden aus seiner Portokasse? Warum? Ich denke, da könnte auch der Braumeister von hier kommen und sagen, entwickelt neue Biersorte, bitte Steuergelder. Und vielleicht ist der Stoff, den der Braumeister entwickelt, für die meisten viel bekömmlicher. Punkt. Ich frage mich, auf welcher Basis sagt unsere Kanzlerin dieser Kampagne über 500 Millionen von unseren Steuergeldern zu? Wer kontrolliert die Verwendung? Wer kontrolliert, wer das genau bekommt? Wer kontrolliert, was damit gemacht wird? Wer kontrolliert den Rückfluss? Wer kontrolliert den Erfolg? Und auch hier, liebe Medien, meine dringende und ehrliche Bitte an euch. Qualitätsjournalismus wird heißen, dass man genau auf solche Dinge, ohne Misstrauen, aber gründlich und sauber nachgeht. Das wird auch sein. Dann der vierte und vielleicht sogar wichtigste Punkt unter den Überlegungen. Ich denke, viele hier informieren sich vielseitig und es taucht immer wieder der Bericht auf, die Familie Gates scheut das Impfen wie der Teufel zwei Wasser. Ich weiß nicht, ob so ist, ich kann das nicht beurteilen und ganz ehrlich gesagt, ist eigentlich auch scheißegal. Aber wir müssen eines machen, wir haben Sorge, wir haben Ängste. Großartige Wissenschaftler würden sich garantiert nicht impfen lassen, haben verdammte Angst davor. Also ich denke, das sollte man nicht zu leicht nehmen. Und deshalb habe ich einen ganz, ganz einfachen Vorschlag, wie man das Misstrauen bei solchem Thema ganz einfach erledigen können. Wie geht es? Wir haben ab sofort eine einfache Regelung. Derjenige, der diese Impfung vorschlägt, der Impflobbyist, der Hersteller, der Eigentümer der Herstellerfirma, die Führungskräfte der Firma, unsere Regierungsmitglieder, die es wollen, die leitenden Beamten der Umsetzungsbehörden, all diese Leute, die sagen, das ist die Lösung, die kommen auch als Erste in den Genuss dieses Impfstoffes. Und auch das ohne Spott und Häme, die Welt ist fehlerhaft. Wir sollten dabei auch achten, dass die nicht aus Versehen ein Placebo bekommen, sondern wirklich den Originalimpfstoff. Zu diesem Thema. Nachdem das Ganze mit Steuergeldern finanziert wird, wäre auch das Wenigste, dass dieser Impfstoff in seiner Zusammensetzung offengelegt wird, kontrolliert wird und dann, liebe Leute, wenn diese Personengruppe erfolgreich geimpft wird, dann brauchen wir keinen Zwang mehr, dann geht jeder mit Begeisterung dahin. Ja? So einfach ist das. Mein letztes Thema, was können wir hier eigentlich erreichen? Ja, wenn es unsere Regierung, wenn es unsere Medien, wenn es alle gut meinen, dann kann man ja sagen, wir brauchen ja gar nichts erreichen, die Welt ist rosarot. Vielleicht ist es nicht so, dann können wir, manche denken, auch nichts erreichen, weil die halten doch alle zusammen, wir sind doch arme Schweine, da geht doch sowieso nichts. Mit Absätzen erreichen wir auch nichts, denke ich, nein, meine Idee geht in eine ganz andere Richtung. Die geht in eine ganz andere Richtung und ich denke, das könnte eine sehr kluge Idee sein. Vielleicht heute, dann sagt er halt, ich bin ein Spinner oder ein Säckel. Mit dem kann ich leben. Aber folgende Überlegung. Wir wurden ja immer verdächtigt, da Julian Eich hat es vorgelesen, was anscheinend der Chefredakteur über solche Teilnehmer hält und so weiter. Und liebe Medien, ich habe die dringende Bitte, stellt diese beschissene Scheiß Propaganda ein. Wir sind keine Feindbilder, wir sollten jetzt den Schulterschluss schaffen. Wir wissen hier alle, wie die Framing-Methode funktioniert. Wir haben der Orwell gelesen, wir wissen die Wortumdrehung, wir wissen die Begriffsumbedeutung, das wissen wir doch alle. Den Scheiß können wir uns schenken mittlerweile. Also, wie können wir
das Misstrauen beseitigen und gegenseitig sicherstellen, dass wir weder von oben nach unten noch von unten nach oben beschissen werden. Ganz einfach. Wir fordern einen Demokratieausweis für alle. Was soll das sein? Wir machen ein ganz einfaches Dokument, in dem die Kernelemente unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung unmissverständlich formuliert sind. Und das zeichnen wir als Bürger ab. Aber wir gehen auch zu allen, und jeder kennt hier jemanden, zu jedem Beamten, zu jedem Funktionsträger, zu jedem Landtagsabgeordneten, zu der Gemeinsräte, in die Gerichte und erwarten auch von unseren regierenden Funktionsträgern, dass sie nochmal explizit zu unserer Grundordnung bekennen. Jetzt werden viele sagen, das ist doch selbstverständlich, das müssen die doch eh. Ich denke grundsätzlich ja, aber wenn jeder mal überlegt, ich mache ein ganz einfaches Beispiel, kürzlich hat mir ein Freund erzählt, Polizist hat drei Leute hat Haut angehalten mit drei Arbeitskollegen, die sind zum Schafe gefahren, haben gute 40 Kilometer Weg, haben sie ökologisch korrekt zusammengekauft, haben die Fahrgemeinschaft, sitzen Schreibtisch und Schreibtisch. Er muss jetzt bestrafen, ich glaube, jeder hat einen Huni abdrücken müssen. Vermutlich denkt der Polizist, wenn er abends daheim hockt, Irrsinn, wahrscheinlich die Anordnung wäre gar nicht rechtskräftig, Verfassungsgericht wird vielleicht mal das kassieren. Er steht da. Hockt abends im Fernseher, denkt, Mensch, ich hätte auch Wichtigeres zum Druck gehabt. Die drei sind frustriert, sind stinkig, wir haben nur Verlierer produziert. Wenn der Beamte einen Demokratieausweis gehabt hätte, hätte er seinem Chef sagen können, Karle, hast du das auch abzeichnet? Sind wir noch auf der sicheren Seite? Macht es Sinn? Dürfen wir das? Ich denke, es wäre nicht passiert. Ganz einfaches Beispiel. Wenn wir eine Stufe weitergehen, vorhin ist mir gefallen, vor gute 30 Jahren, und ich denke, wir haben hier in der Eröffnung mit der Doreen jemanden gehabt, der noch die DDR kennengelernt hat. Vor gute 30 Jahren, weiß wahrscheinlich jeder hier, da haben wir in der innerdeutschen Grenze, in der Deutschen Demokratischen Republik, einen Schießbefehl gehabt, der massenhaft angewendet ist. Auch da sage ich, was hätte unser Honey gemacht, wenn er einen starken, selbstbewussten, geerdeten Beamtenapparat kennt, hat er Zoller kennen, aber kein Mensch hat schon seit jeder gesagt, Honey, nee, so läuft es bei uns nicht. Wir schießen keine Leute ab, bloß weil sie aus der Republik wollen. Oder wir gehen noch weiter zurück, aber dann wird es makaber. Ne? Was hat in den 30er Jahren, im letzten Jahrtausend, unser kleiner Diktator gemacht, wenn der Beamtenapparat geerdet, stark und geschützt gewesen wäre? Dann hätten die gesagt, Adolf, da gibt es keinen Judenstern. Nichts in der Richtung, der hätte sollen können, aber es wäre nie umsetzbar gewesen. Und darum denke ich, wir müssen von oben wie von unten. Wir bekennen uns dazu, aber auch unsere Mandats- und Funktionsträger sollten zum eigenen Schutz sich auch explizit nochmal dazu bekennen. Dann haben wir wieder ganz eine freie und anständigere Gesellschaft, man hat mehr Vertrauen und ich denke, das Ganze wird deutlich einfacher. Ich komme jetzt zum Schluss, ich habe lange ausgehalten plus eines ist mir vor kurzem durch den Kopf gegangen und auch hier sehe ich auch wieder etliche ältere Teilnehmer. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an den schönen Film Don Camillo und Peppone. Für die, die es nicht wissen, wir hatten da eine italienische Kleinstadt im Prinzip als Hauptdarsteller einen stockkonservativen Pfarrer und einen kommunistischen Bürgermeister. Also das richtige Leben, sagen wir mal. Nee, was ist passiert? Die haben riesige Meinungsdifferenzen gehabt, aber die konnten immer letztendlich wieder zusammenfinden, die konnten sich gemeinsam beim Vorteil beraten, die haben sich nicht gegenseitig verachtet und in den Dreck gezogen, sondern haben dann bei allen Meinungsdifferenzen wieder eine gemeinsame Lösung erarbeitet. Und das vermisse ich mittlerweile in unserem Land, wo man eingeprügelt wird, wo man in eine Ecke gestellt wird, wo sonst was unterstellt wird, ohne jeden Grund. Und liebe Leute, arbeiten wir alle dran, diese Gräben zu vertiefen. Da spreche ich auch nun explizit alle Vertreter der Medien an. Lasst euch auch von dem Chefredakteur und sonst wo nicht mehr politisch kaltstellen, wenn es darum geht, ehrlich zu berichten. Ehrlich zu berichten. Lasst uns den Mut finden, dass 2020 nicht das Jahr wird, vor dem viele Angst haben. Lasst uns gemeinsam damit streiten und mit Unterstützung von unseren Medien damit kämpfen, dass dieses Land wieder lebenswert wird, dass man offen und frei miteinander reden kann, dass
dass man Spaß haben kann und dass man nicht zu Maßnahmen verdonnert wird, die völlig sinnlos sind. Danke. Falls jemand ein Bußgeld bekommen hat, nicht vergessen, Einspruch einzulegen. Diese Regeln, die sind alle mit so heißer Nadel gestrickt, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit einer verfassungsrechtlichen Überprüfung nicht standhalten. Und die wird es sicher geben. Vielen Dank, Klaus, für deinen Hinweis. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, wir haben, wie gesagt, hier unser Spendenkessel, wenn der eine oder andere noch mal was einwerfen möchte. Es findet sicher eine gute Verwendung. So, wir sind eigentlich hier am Schluss angekommen. Unsere Musiker möchten mit euch noch einen Kanon singen. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr wirklich bei diesem nicht so schönen Wetter hier standet. Und ich selber habe auch gefroren die ganze Zeit. Und ich war jetzt so happy, euch zu sehen. Und es hat mich gewärmt im Herzen. Vielen, vielen Dank. Ich denke, wir machen auch nächste Woche weiter. Ich bräuchte noch ein paar Redner, also bitte meldet euch bei mir. Es ist immer sehr schwer, Redner zu finden, die was sagen möchten. Traut euch, kommt her. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank. Eine gute Heimfahrt und euch ein schönes Wochenende noch. Macht's gut. Hallo. Wir singen jetzt einmal zusammen und dann teilen wir nachher ein in einmal hier links.